Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind hier in Blitzach und wir werden heute die Arena herausfordern, denn zum See der Stärke dürfen wir nicht, denn da steht vor der Tür Team Galaktik und die darf ich leider nicht verhauen. Ich weiß noch nicht warum, aber so ist es halt. Dann heißt es halt auf zur Arena. Die Pokémon sind bereit, ich habe sie schon ein bisschen umgesortiert und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Also, los geht's. Hallöchen. Uiuiuiuiui. Howdy, zukünftiger Champ. Sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit Karache über das Eis schlittern, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arenaleiterin setzt übrigens Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuerattacken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also, konzentrier dich. Ja, das werde ich machen. Okay, mal hier. Okay. Ist aber sehr schlittigrig hier. Hui. Hi. Christi? Es ist zu kalt. Ich kann meine Zunge kaum noch spüren. Uiuiuiuiui. Selbst die Trainer hier sind am Erfrieren. Bocelin. Alter, das Bocelin gefriert doch. Ich taus auf. Ist natürlich mies, der hat jetzt ein Wasser-Pokémon, ich ein Feuer-Pokémon. Also eine echt gemeine Aktion. Aber hey, Nahkampfregel. Ah, Panferno ist Feuer und Flamme. Snivel. Schlappohr, dein Einsatz. Schauen wir mal. Doppelkick. Okay, Snivel schneller. Ganz schön kalt. Ja, yeah, sehr schön. Das sind die Kicks. Und gleich mal 3 Level gemacht. Auch schön. Bodycheck. Nee, lass mal lieber. Bodycheck ist leider ein zweischneidiges Schwert und das muss nicht unbedingt sein. Das Ergebnis ist kalt. Viel zu kalt. Jo, kann ich verstehen. Ich würde da auch aufklären. Hui! Ah, ich kann sogar runtersliden, alles klar. Huhu! Yay! Hallöle! Hallo, die Madame. Die Fallen in der Arena heizen dir ordentlich ein, was? Wenn du während des Kampfes keinen kühlen Kopf bewahrst, bist du verloren. Guter Spruch. Ich werde es bedenken. Belipa. Sie ist schon wieder ein Wasser-Pokémon. Es hat nichts mit Eis zu tun. Ja, Panferno, du musst es mal wieder regeln. Schauen, ob es reicht. Ist halt nicht wirklich so effektiv. Ciao, Panferno.
Garados, Garados macht alles. Noch gesehen, was ich bei Garados ändern muss. Der Garados hat ja noch das Schutzband an. Das glaube ich, brauche ich hier jetzt eher weniger. Ciao, Belipa. Endoron. Und Knirscher. Ah. Gibt halt keine One-Hits mehr. Nur mehr Two-Hits. Stalos. Hallo, Digga. Da kriegst du mal eine Schelle. Okay. Da habe ich die Schelle zurückkassiert. Uiuiuiui. Aber der Sieger werde ich sein. Bonita, Level 30. Stampfer, ja. Mal gucken. Ja klar, Deckel dafür raus, Stampfer rein. Du bist überraschend cool geblieben, während ich echt ins Schwitzen gekommen bin. Ja, so. Moment, dann war schon richtig. Einmal den Beleber. Damit wir auch Panferno wieder dabei haben. Garados, Item. Aus dem Beutel holen. Da. Für die netten Unlichtattacken. Und jetzt da tauschen wir das Ding. Aber wir haben ja gesehen, die bescheißen wieder mal. Haben nicht einmal Eis-Pokémon, sondern nur Wasser-Pokémon. Hui! Hui! Hi! Fast hätte ich es geschafft, Sir. Naja. Wir haben die ganze Zeit in den Schneestürmen von Blitzach gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr uns das abgehärtet hat. Okay. Und zeig mal her. Schneppe. Schneppe, was? Schneebedeck. Ist da gerade ein Schreibfehler drin gewesen? Ja, heißt normalerweise einfach nur Schneppke, oder? Oh gut. Keine Ahnung, egal. Mir schon. Aquawelle sollte kein Problem sein gegen Garados. Okay. Die Verwirrtheit habe ich nicht bedacht. Aber wird hinhauen, oder? Garados, Knirscher. Sehr schön. Papinella, blablabla. Ah, das war's schon. Wie bist du nur so stark? Leicht trainieren, trainieren, trainieren. Noch mehr trainieren und trainieren. Hallo, die junge Dame. Hier war ich schon. Hui. Wie komme ich da hin?
Wow. Wow. Kann ich hier nochmal runter? Nö. Aber ich kann mal hier versuchen, oder? Ja, passt. Hallo, die junge Dame. Na, fühlst du dich nicht schlapp? Also, einem guten Trainer macht die körperliche Verfassung keinen Strich durch die Rechnung. Danke, bin ein guter Trainer, eindeutig. Snibbel, Hallöchen. Gegen dich wird Knirscher leider nicht wirken, aber das ist kein Problem. Dann nehmen wir die Alternative. Die Alternative heißt Naschweif. Und da kriegst du jetzt gleich deine Schelle. Aha, sehr gut, Garados. Ausweichen ist immer gut. Wow, okay, die Schelle hat gesessen. Das war eine richtige Schelle. Uiuiuiuiui. Den Doxer. Und Knirscher. Die haben echt fast alle nur Wasser-Pokémon. Es hat nichts mit Eis zu tun. Die setzen auch nur Wasserattacken ein. Die haben das System der Arena-Leiterin nicht verstanden. Und da kommen sie wieder, die Level-Ups der Level-Ups. Genau. Ein guter Trainer trägt unabhängig von der Situation den Sieg davon. Ja. Yep. Darum hast du auch gelöst. Na nu, Staravia entwickelt sich. Oh yeah. Jetzt kommt unser Staraptor. Staraptor wurde ein Eintrag im Pokédex gewährt. Dieses grausame Pokémon fordert immer wieder Gegner heraus, die viel größer sind als es selbst. Wow, ziemlich brutale Aktionen. Nahkampf willst du lernen? Okay, ja klar. Dafür gebe ich doch gern Deckel her. Uiuiuiui. Ist ja wirklich immer auf Krawall hinaus, das kleine Pokémon. So, dann hier mal. So, dalle. Da müsste ich ja auch so runterrutschen. Das heißt, ihr müsst wieder hier hochkommen. Okay. Mal kurz so ein bisschen orientieren. Alles klar. Das war, glaube ich, ein Fehler. Ja, es war ein Fehler. Okay, dann wieder hier runter kurz. Hier rüber, hier hoch, hier rüber, hoch. Und hier runter. Und der nächste muss ich auch wieder hier rutschen. Das heißt, dann ist er dort. Alles klärchen. Wie kam ich jetzt hier drüber rüber? Also, ich weiß schon wie. Juhu! Hi! Und hier runter! Yay! Woo.
So. Muss ich noch die zwei holen, hä? Das heißt, der eine ist hier drinnen. Ja. Das ist auch machbar, ist kein Problem. Hallöchen. Ich komme mal kurz bei dir vorbei und los. So. Und hui. Ist ja voll die Denkaufgabe hier. Und hui. Und hier, oder? Ja, mal testen. Nope. Das wäre eins weiter. Das heißt, der da unten ist das. Der da. Kein Problem. Kein Problem. Perfekt. Hui. Hui. So. Arena ist frei. Zeit für die Trainerin der Trainer. Die Arenaleiterin von Blitzach. Christi. Und Abmarsch mit uns. So. Jetzt muss ich aber trotzdem schauen. Pokémon. Haben doch ein paar angeschlagene Pokémon, aber hey, es wird schon funktionieren. Also die wird jetzt ja wohl Eis-Pokémon einsetzen. Oder? Ah, ich hoffe einfach mal das Beste. Servus, Mädele. Du möchtest mich also herausfordern, wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark. Denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich los. Aber hey, wer weiß mir das Gegenteil? Also, Schneebedeck. Ich glaube noch immer, dass da ein Ziel fehlt, aber egal. Flammenrad. Dann zünden wir mal das Pflanzenschnee-Pokémon ein. Ah, Feuer und Flamme, das Kleine. Panfero konnte endlich seine Fähigkeiten ausspielen. Ich bin so stolz auf ihn. Ach, blöde Hagelkörner. Snibble, yo, dafür haben wir auch ein Pokémon. Schlappo. Und Ableithieb, weil du wirst langsamer sein. Okay, doch nicht. Was für eine Schelle. Uiuiuiui, ui, ui, das war ein Volltreffer, hä? Weißnebel. Medidales. Sollte eigentlich mit Schlappohr doch auch relativ gut funktionieren, oder? Ja, oder auch nicht. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, dann also Garados. Einmal bitte zurückschrecken. Ah, komm schon. Ich erwarte mir jedes Mal, dass meine Pokémon schneller sind.
Das ist echt mies, wenn ihr nicht schneller seid. Gut, dann machen wir so. Aeras. Alter, schon wieder nicht schneller. Wie schnell ist denn das Pokémon? Der Raptor. Hopp, hopp. Aeras. Und da ging der Raptor down. Also ich muss schon sagen, die Arena-Leiter haben immer ein Pokémon, das doch ganz schön zuhört. Papinella, du bist dran. Papinella, wünsch nicht. Oh Gott. Wow. Danke, Papinella. Gut gemacht. Und jetzt weg mit dem Pokémon. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Nein, Papinella. Und da geht's doch noch down. Oh ja. Das sieht ja nicht so großig aus für unsere. Ich werde das Eis brechen und mein Notfall-Pokémon benutzen. Rex Blizzard. Banferner. Banferner, du musst schauen, dass du schneller bist, hä? Flammenrad. Yes, und es war schneller. Das war dein letztes, oder Mädele? Das war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Nun, ein klein wenig? Uiuiui, ist die fies. Wow, bist du stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du uns total überrollt. Oh, ehe ich es vergesse, ich muss dir ja noch das hier geben. Ja, Orden Nummer 7. Du erhältst den 4. Orden von Frieda. Mit dem 4. Orden kannst du nun über deine Pokédex die Feuerattacke Kraxler einsetzen. Oh, und nimm die hier auch noch. Yeah, Sticker. Und die DM-72. Der M72 enthält die Attacke Lawine. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Stell dir nur mal vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. Ja, schlecht, es ist ein Handicap, aber gut. Ciao! Hui, hui! Wow, wow, wow! Hoho! Eine richtig schöne Ruselpartie hast. Okay, Leute. Die Arena geschafft. Ich hoffe, jetzt dürfen wir endlich zum See der Stärke. Aber erst das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao.